Liebe Susanne, grüß dich. Schön, dich dabei zu haben. Schön, dass wir wieder zusammen uns gefunden haben hier in dem Videoformat. Heute mit dem Thema: Wie kann ich als Coach erfolgreich sein, beziehungsweise wie kann ich von meinem Coaching-Geschäft leben? Eine ganz zentrale Frage, und was wir auch ansprechen, ist das Thema Geld, weil die Beziehung, wenn ein gutes Verhältnis zum Geld fehlt, dann wird es auch schwierig sein, diesen finanziellen Erfolg, auf den es auch ankommt und den wir auch brauchen, um überleben zu können, auch entsprechend anzuziehen. Und da bin ich stolz und auch dankbar und es ist mir eine Ehre, mit dir zusammen hier das Video zu machen, weil du bist die Meisterin, die Expertin der Manifestation. Und daher freue ich mich, darüber zu sprechen. Und ich denke, für die Zuschauer wird es auch eine Bereicherung sein, das Thema Geld und auch das Thema Erfolg mal aus einer anderen Sicht zu sehen. Nicht nur aus der spirituellen, nicht nur aus der geistigen, sondern vielleicht auch eher aus der konkreten, aus der wirtschaftlichen Sicht. Und ja, je mehr Perspektiven, wie hat mal einer schon so schön gesagt, einer meiner Coaches, je mehr Perspektiven man einnehmen kann, desto leichter fällt es, mit den Menschen in Kontakt zu gehen und ihnen zu helfen. Und daher, lass uns loslegen. Ja, hallo Martin, danke für die Gelegenheit. Also ich freue mich, ich finde das Thema total brisant. Das begegnet mir laufend. Fragen die Leute, wie kann ich denn vom Coaching leben? Wie kann man sich das vorstellen? Vor allem, wenn man gerade erst angefangen hat oder das brach liegen hat lassen und wieder aufnehmen möchte. Also du als Mensch, oder du hast ja Wirtschaft studiert und bist auch so ein Zahlenmensch und du bist sehr strukturiert und kannst damit locker umgehen. Ich eher aus dem spirituellen Bereich, wo manchmal das Geld ein bisschen schwammig ist oder von manchen auch der Umgang damit recht schwierig ist. Bin gespannt. Wird Sehr schön. sicher interessante Diskussion. Ja, ich freue mich auch. Dann lass uns doch mal beginnen. Wie siehst du, oder erstmal vielleicht die Frage, was auch viele mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und was ich mir auch oft gefragt, was ich mich gefragt habe in der Vergangenheit, ist: Was bedeutet eigentlich Erfolg? Wie definierst du Erfolg für dich? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also für mich hat Erfolg nicht unbedingt etwas mit Geld zu tun. Für mich ist Erfolg vielmehr das Gefühl, ein Gewinner zu sein, Dinge zu erreichen, die ich mir wünsche. Und ja, ich habe da so eine kleine Aufgabe oft für meine Klienten, die lautet: Mach mal eine Prioritätenliste, also eine Liste von Themen in deinem Leben, die dir wichtig sind, und mach da so ein Ranking, also was am allerwichtigsten ist und so weiter. Und da taucht Geld oft sehr weit unten auf. Ja, also da ist es schon ganz wichtig zu sagen, der Erfolg, dass ich gesund bin, dass ich Spaß habe am Leben, dass meine Familie harmonisch ist. Oder dass ich meinem Hobby nachgehen kann, dass ich freie Zeiteinteilung habe, dass ich Freiheit habe im Gestalten. Das ist oft sehr viel wesentlicher, und das muss mal ganz dringend gesagt sein. Auch meine eigene Integrität und meine Ethik zu leben. Das sind die Dinge, die ich mir wünsche, und wenn mir das gelingt, ist das definitiv ein Erfolg. Also mir ist es ganz wichtig, dass es Erfolg nicht immer mit dem Oberflächlichen zu tun hat, Status, Geld und so weiter. Und genau deshalb wird es zur Herausforderung, weil wir eben oft nicht genug Beachtung schenken oder Angst haben, dass wir andere Dinge vernachlässigen oder opfern müssen dafür. Und das ist eben nicht so. Ganz im Gegenteil. Wenn ich erfolgreich bin in meiner Familie, in Gesundheit oder in den Themen, die mir wirklich wichtig sind, dann kann ich diese Energie übertragen auf meinen Wunsch, auch genug Geld zu verdienen und diesen Schwung mitnehmen. Ja, also es ist eine Win-Win-Situation und nicht so, dass ich eben einen Preis dafür zahlen muss, dass ich glücklich bin oder ja, eine tolle Partnerschaft habe oder ja, irgendetwas anderes oder gesunde Kinder. Ganz im Gegenteil.
Das eine zieht das andere mit. So sehe ich das. Was ist für dich persönlich der größte Erfolg, den du im Leben haben kannst oder den du dir auch wünschst? Also für mich gibt es ganz zentral eines. Ich möchte immer dazu lernen und mich weiterentwickeln, weiterleben, Neues, Interessantes erleben und natürlich auch möglichst in dieser Haltung oder in dieser Schwingung des ich hab's im Griff, des bewussten Steuerns bleiben. Also ich möchte gerne mein Leben modellieren und nicht einfach so dahin nehmen, was halt kommt, auch wenn es mal traurig ist, sondern ich möchte wirklich ein glückliches, erfülltes Leben haben und andere damit anstecken. Also du möchtest diese komplette Eigenverantwortung praktisch haben, diese Täter, in dieser Täterrolle sein, diese Schöpferkraft ausleben und weggehen von dieser Opferrolle, die wir ja alle kennen und in der viele auch noch leider stecken, weil sie eben Opfer der Umstände sind und ihrer vergangenen Gedanken, ihrer Vorstellungen, die sie gedacht haben, dass sie richtig sind für sich und vielleicht nicht ganz so rausgestellt haben, dass sie gesund und von Vorteil sind für ihr zukünftiges Leben, für ihr jetziges Dasein. Ja, natürlich. Also das ist doch ein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben hat nicht notwendigerweise was mit deinem Kontostand zu tun. Aber wenn es bei dem krankt, also wenn deine Beziehung zu Geld krank ist, dann ist es natürlich ein Thema, die anzusehen und zu bearbeiten. Und meine Klienten sind überwiegend aus dem spirituellen Bereich, auch sehr viele Künstler aus dem kreativen Bereich. Und da ist dieses, was ich tue, so wesentlich, auch dass da die Qualität stimmt und dass das mir entspricht. Und dann kommt einfach das oft zu kurz und das schauen wir uns dann miteinander an. Was für ein Verhältnis habe ich denn zu Geld? Habe ich da ein ablehnendes Verhältnis? Das kommt sehr häufig vor. Oder vernachlässige ich es? Glaube ich, ich kann es nicht haben? Lauter solche Dinge. Ist das bei deinen Klienten ähnlich oder ist das auch so ein zentrales Thema, Geld? Geld ist sowieso immer das Thema Nummer eins. Es fängt ja schon dabei an, wenn es darum geht, in sich zu investieren, sprich den ersten Schritt zu gehen überhaupt, sich helfen zu lassen. Ja. Und für mich ist ganz entscheidend, für mich gibt es eigentlich eine ganz simple Formel, die heißt, dein Selbstwert ist gleich dein Geldwert. Und wenn du verstehst, was du wert bist, wenn du wirklich innerlich spürst, dass du Hilfe brauchst, dass es dir einfach wert ist, dein Leben zu ändern und wirklich, wie du schon gesagt hast, dass man es in die eigene Hände nimmt und daraus das Beste macht, dann darf man auch entsprechend investieren. Und da komme ich auch wieder zurück auf diese wirtschaftliche Einstellung, dass eigentlich nichts passiert und man nicht ins Schaffen kommt und nichts Neues konstruieren und kreieren kann, wenn man nicht investiert. Und investiert darf man halt immer Energie, in welcher Art und Weise auch oder in welcher Form auch immer. Und Geld darf man halt auch nur eigentlich als Energie sehen. Und je mehr ich reinstecke, desto mehr kann ich davon ausgehen, dass ich auch rausbekomme. Die Sache ist halt immer nur zu sagen, wo stecke ich sie genau hin? In was investiere ich? Und in wen auch? Ja. Angefangen bei sich selbst. Und ich glaube, wir haben dann schon in dem vorgegangenen Video darüber gesprochen oder auch mal privat, aber ich sah diese Corona-Zeit eben als extrem herausfordernd, auch was meine Investitionen angeht, weil ich wusste, ich davon ausgegangen bin, dass es vielleicht zu einer Wirtschaftskrise kommt und dass eine Inflation passiert. Also was ist die beste Investition, dass ich mein Geld auch langfristig nicht verliere oder den Wert dafür? Also die Entscheidung war für mich relativ leicht. Ich habe beschlossen, dass ich alles oder maximal in mich investiere. Weil dieses Wissen und diese Erkenntnisse, die man daraus zieht, aus Coachings, aus Büchern, aus neuen Erfahrungen, die wird mir keiner mehr nehmen können. Und wie du auch gesagt hast, je mehr ich zu mir komme und je mehr ich mich weiterbilde, desto mehr kann ich auch weitergeben. Und je mehr Geld ich in mich reinstecke und je mehr ich auch kreiere,
an Energie, ob es jetzt Geld ist, ob es jetzt einfach nur Lebensfreude ist, kann ich auch deswegen und deshalb mehr weitergeben. Und ja. Und das ist der Punkt, wo wir auch wieder sind zum Thema. Für mich ist Geld eine Form von Liebe, speziell wenn es um dich geht. Wenn ich mich entscheide und es muss ja nicht unbedingt. Schön. Es muss ja nicht darum gehen, jetzt Geld in einen großen Betrag in die Hand zu nehmen und in einen Coach zu investieren oder in ein Programm oder in was auch immer. Aber wenn ich nur davon ausgehe, dass das Geld, das ich hernehme, das ich in mich stecke, ob es jetzt, ich kann es ja auch in physischer Form sein, weil wenn ich es mir wert bin, das beste Essen zu kaufen, die besten Getränke, in einer möglichst gesunden Umgebung zu wohnen, dann ist es ja schon ein Zeichen dafür, dass ich mich selbst schätze. Wenn ich aber da nicht bereit dazu bin, dann wird es auch schwierig, dann wird es auch schwer fallen, das zu verstehen, dass es wichtig ist, dass man vielleicht neue Erkenntnisse bekommt oder dass man neue Sichtweisen lernt und sich dadurch auch besser kennenlernt. Und das ist für mich so der erste Schritt, dem einem bewusst sein darf. Mein Wert entspricht dem, was ich auch in mich stecke und was ich auch letztlich auch wieder verlangen kann. Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich habe sechsstellige Beträge in mich investiert, dann fühle ich mich dazu berufen oder ermächtigt, sagen wir es mal so, dass ich auch, was ich von meinen Kunden verlange. Ich sage jetzt keinen sechsstelligen Betrag, aber ich sage nur, dass Geld einfach nur für mich ist es ein relativer Betrag. Je nachdem, wie viel ich verdiene, je nachdem, wie viel ich auf meinem Konto habe, kann ich nicht sagen, der Betrag ist der richtige, wenn der richtige für mich ist, ist es auch der richtige für den anderen. Es geht ja nur darum, letztlich mit einem gewissen Betrag dann auch ins Tun zu kommen. Der soll einen ja motivieren dazu, sich auch zu investieren, sich selbst zu investieren und seine Zeit auch zu investieren und aufzuwägen, zu sagen, ich habe jetzt so viel investiert, also werde ich auch entsprechend viel tun und maximal umsetzen, damit ich aus aus dieser Investition auch genug oder das zurückbekomme, was ich auch erhofft habe, das was ich mir gewünscht habe. Optimum, optimisiert. Aber da sagst du ja jetzt was, oder gibst eine Sichtweise weiter, die so wertvoll ist. Das Geld, das ich ausgebe, gebe ich nicht jemand anderen, sondern das investiere ich in mich als Unternehmer oder Unternehmerin, damit ich der bestmögliche Dienstleister, so heißt das halt, also Coach sein kann. Und wenn ich an mich glaube und ich mich gut finde, dann kann ich mich ganz leicht präsentieren, da kann ich mich verkaufen klingt immer so abwertend. Aber dann flutscht alles von selber, weil ist ja logisch, wenn ich toll bin, wenn ich was Tolles weiterzugeben habe, dann habe ich ein anderes Auftreten, eine andere Energie und das kommt auch zurück. Und dann kommen die Leute auf mich zu und ich muss nicht ihnen hinterherlaufen. Ja, definitiv. Also da haben wir wieder dieses Gesetz der Anziehung. Weil dann habe ich ja etwas, von dem ich weiß, das wollen die Leute und das wird sie wie ein Magnet anziehen. Und dahin möchte ich auch mit meinen Klienten immer hinkommen, dass sie ein bisschen verstehen, wie wertvoll diese Energie ist oder wie sie die richtigen Gedanken brauchen oder wie du eben gerade diese Perspektive gegeben hast mit ich investiere in mich. Das lässt dann wirklich die eigene Energie so hoch gehen und mit der ziehe ich natürlich den Erfolg an, ganz klar, egal in welchem Bereich, sei es Geld, sei es tolle Freunde, Kooperationspartner oder was auch immer ich mir wünsche. Ja, das hast du super gesagt und ich finde auch ganz wichtig, dass wenn du, ich habe auch eine kleine praktische Übung vielleicht kurz bekannt hier, die ich auch mal meinen Kunden gebe und ich auch gelernt habe von meiner Trainerin, ist, wenn man jede Art von Investition, ob es jetzt Zeit ist, ob es Geld ist, ob es eine Geld auch als, ich sehe es als absolute Investition, sprich, ob ich jetzt Geld ausgegeben habe oder bekommen habe, ist gleichzusetzen. Also sprich, ich setze einen positiven Betrag fest. Also sagen wir mal, ich kann jetzt auch diese Investition in unser Interview, in unser Video als Zeitinvestition sehen, für die ich festsetze, diese Stunde, die wir zusammensetzen jetzt ungefähr, die ist mir 100 Euro wert. Einfach, ich nenne jetzt einfach mal einen Betrag.
Vielleicht ist sie für dich mehr wert, aber für dich, Geld ist halt einfach nur relativ. Egal. Für dich ist es vielleicht mehr wert, für andere ist es nichts wert, für mich ist es 100 Euro wert. Als Beispiel. Dann habe ich ja meine Excel-Liste und sage, ich habe 4 verschiedene Kategorien. Ich nenne es immer kreieren, ich nenne es aktiver Geldfluss, ich nenne es schenken und ich nenne es manifestieren. Sprich, das, was wir jetzt gerade tun, ist ja eine Art von Kreation. Wir sind hier kreativ tätig. Also ist es ein kreativer Geldfluss, der in Form von 100 Euro zu mir fließt. Jetzt setze ich aber diese 100 Euro nicht fest als 100 Euro, sondern multipliziere immer mit 100. Sprich, ich kriege das Gefühl davon von höheren Beträgen, wie sich das anfühlt. Und ich habe dann einen Kontostand. Ich kann die auch gerne mal mit dir teilen, diese Liste unter uns. Dann hast du einen Gesamtbetrag und da steht dann in dem Gesamtbetrag angenommen, das ist jetzt meine erste Investition unter Anführungsstrichen, dann stehen da nicht 100 Euro, sondern 10.000 Euro. Wow. Ja, das klingt gut. Und wie wir schon gesagt haben, wir investieren ja auch hier langfristig in Dinge. Es geht nicht darum, jetzt kurzfristig hier jemanden durch unsere Worte hier irgendwie zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen, sondern wir sagen hier, wir geben diesen Mehrwert weiter. Was kann passieren vielleicht in Zukunft? Schaut sich jemand in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 3 Monaten, in einem Jahr dieses Video an und sagt, hey, die Susanne ist genau der Typ von Coach, mit dem ich zusammenarbeiten will. Wie viel willst du haben? Oder dein Coaching-Programm, ich weiß nicht, wie viel es kostet. Hier ist der Betrag. Und dann findest du im Nachhinein raus, dass es dieses Video, für den wir jetzt gerade so einfach nur symbolhaft 100 Euro festgelegt haben, letztlich aber viel mehr wert ist. Ja. Aber darf ich noch was sagen dazu? Ich bin ja auch so der Zahlenmensch. Also ich habe auch Mathematik und Logik studiert und Excel-Listen und diese Sachen und alles, was so Computertechnik ist mir auch sehr nahe. Aber das, was mir jetzt so gut gefallen hat, wie du das geschildert hast, mit deiner Excel-Liste, dass du einen spielerischen Umgang damit hast. Also du machst gern diese Excel-Listen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja, ein anderer malt vielleicht gern ein Bild oder, keine Ahnung, macht irgendetwas ganz anderes gerne. Und das zu verknüpfen mit meinem Business-Ziel, mit meinem Geldziel und da quasi ein System zu finden, was dir Spaß macht und was dich aufbaut, was dich energetisch hochbringt und wirklich deiner Vision und deinen Träumen irgendwie so ein bisschen mehr Konkretes verleiht. Ja? Dich da in diese Schwingung von deinem finanziellen Ziel reinbringt. Ja? Das ist es ja. Dir macht das Spaß mit Excel-Listen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Excel-Fan. Vielleicht, weil ich es früher programmieren musste. Dann bekommt man dann so ein gespaltenes Verhältnis. Ich verwende dann schon auch gern andere Techniken. Und zum Beispiel möchte ich auch noch einen Tipp weitergeben. Da gab es einmal eine Serie auf einem amerikanischen Sender TLC. Der ist, glaube ich, über Kabel auch noch immer zu sehen, je nachdem, welches Kabelpaket man hat. Und das hieß Plötzlich reich. Und da drehte sich das darum, da hat man pro Episode, glaube ich, hatte man 2 Lebensgeschichten, wie Leute völlig unerwartet reich wurden. Und da waren auch Business-Sachen dabei. Also da hat jemand etwas erfunden und wusste gar nicht, wie wertvoll das ist für einen bestimmten Sektor und wuff. Hat das Patent angemeldet oder die Lizenz verkauft. Aber es gab genauso Geschichten wie bei Leuten im Hintergarten wurde ein Ölfeld entdeckt, natürlich in Amerika. Oder der Nächste, der war schon auf der Straße gelandet, also als Obdachloser, als plötzlich herausgekommen ist, dass sein wirklicher biologischer Vater Millionär ist und nach ihm sucht und er da ein riesiges Erbe hat. Oder lauter so verrückte Geschichten liebe ich, ja, so echt total Sachen, wo du denkst, wow, und das Leben ist so überraschend und ist so crazy manchmal. Das inspiriert total. Das heißt, Geld könnte von überall herkommen. Ja, auch bei meinem Business. Ich könnte zum Beispiel heute, sagt ein Millionär zu mir, Susanna, dich suche ich jetzt schon seit einem Jahr, genauso einen
Business Guardian Angel brauche ich für meine tolle, für mein tolles Unternehmen. Dich heuere ich jetzt an auf freiberuflicher Basis. Du kannst, weiß nicht, zahl dir 10.000 Euro im Monat. Ja, also das sind so Stories, die liebe ich. Ja, da Gedankenspiele zu machen oder auch im Fernsehen das als Beispiele zu nehmen. Ja, also ja, was einem gerade Spaß macht. Es muss dich nur in diese Leichtigkeit mit Geld bringen, egal ob ich es jetzt systematisch mache wie du oder eben dieses mehr auf Entertainment oder tolle Geschichten, emotionale Geschichten auslege. Ich denke, das Wichtige ist, hier den Verstand zu öffnen und zu sagen, hey, alles ist möglich. Ja? Genau, und die Sache, was du schon gerade gesagt hast, ich möchte das nur noch mal betonen, ist dieses Emotionale. Ich mache diese Excel-Liste. Ja. Ich habe mir auch geschworen, dass ich will nicht mehr mit Excel zu tun haben, seitdem ich beschlossen habe, aus dieser Unternehmenswelt zu gehen. Dann aber sehe ich wieder, dieses, was dahinter steckt, ist ja letztlich nicht, dass diese Eintragungen zu machen und diese Beträge zu sehen, sondern dir zu sagen, es ist Geld, wie du sagst, Geld ist überall, diese Energie ist unendlich vorhanden. Notenbanken drucken Geld sowieso bis zum noch und nöcher. Aber es ist überall da und es kann dir jemand über die Straße, es kann jemand über die Straße kommen, über die Straße laufen oder jemand über den Weg gehen und dir sagen, man kommt kurz ins Gespräch und dann sagt zu dir, was passiert, wenn ich, oder hast du eine Ahnung oder kannst du mir helfen, wie dessen geht? Da bin ich genau der Experte dafür. Lass uns doch mal telefonieren oder vielleicht können wir zusammenarbeiten. Und so kommt es manchmal, so kommen Zusammenarbeiten oder jetzt auch bei uns, war es ja ähnlich, dass wir uns da irgendwie, das Universum irgendwie zusammengeführt hat und was, keine Ahnung, was sich da noch daraus ergibt, aber man darf dann einfach nur offen sein und zu sagen, ich bin es mir wert, dass ich weiß, dass ich jemandem helfen kann. Und dann, glaube ich, sind wir bei dem Ursache, die gesetzt werden darf, um diesen Erfolg auch zu manifestieren, ist, dass ich darin aufgehe, dass ich da mein Herz und meine Seele wirklich ausleben darf und dass die damit verbunden sind. Und dann ist es auch unwichtig, ob ich dafür Geld bekomme oder nicht, sondern ich bin bereit dafür, erstmal die Dinge zu tun. Ich bin bereit dafür, Menschen zu helfen. Ich bin bereit, Leute zu coachen, zu begleiten. Und es macht mir Spaß. Du bist bereit, Spaß zu haben für Geld. Ja? Dann ist Erfolg dann ist Erfolg ja, wie es so schön, wie das in dem Wort auch steckt, ist eine Folge. Es ist eine Konsequenz aus dem, was ich eigentlich bin. Und Geld ist dann, wie du schon gesagt hast auch, Geld ist dann wieder unwesentlich, aber wesentlich dafür, ob es notwendig ist, deine Ziele zu erreichen. Und das ist das, was die Leute auch nicht verstehen, ist, ich arbeite nicht fürs Geld, sondern ich arbeite für meine Ziele und dafür darf ich Geld bekommen, damit ich diese Ziele realisieren kann. Aber primär geht es mir nicht ums Geld, sondern es geht mir darum, was ich aus dem Geld machen kann. Ja. Da sind wir auch wieder bei dieser Transformation, dass es eigentlich nur eine transformative Energie ist, ein Tauschmittel, das wichtig und notwendig ist, um zu überleben, um Dinge zu bekommen und zu kreieren, die halt anders momentan vielleicht noch nicht möglich, anders war anderweitig möglich. Ich hatte auch mal, weil du gerade das mit Manifestieren ansprichst, ich hatte auch mal einen Millionär bei mir in der Praxis, als ich noch nicht Coach war, sondern eigentlich, also es war gerade gegen Ende meiner Praxistätigkeit, wo ich Behandlungen hauptsächlich gegeben habe, energetisch. Und da kam doch tatsächlich einer zu mir, da lebte ich noch in der Schweiz und hat mir dann seinen Namen gesagt, ich bin eigentlich der so und so, ich habe mich am Telefon mit einem falschen Namen angemeldet. Ich hatte keine Ahnung, wer der war, weil ich ja kaum Fernseher und so weiter. Und dann sage ich, aha, und müsste ich sie kennen? Und er meinte, ja, ich bin der drittreichste Mann der Schweiz, also oder gewesen, weiß ich nicht mehr. Und ja, ich fand das toll. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, den habe ich mir jetzt auch manifestiert. Weil das hat mich ja mal interessiert, wie fühlt sich das an, wenn jemand so gut mit Geld umgehen kann. Also das war für mich auch so eine, ich nenne das immer Perle, wo ich jetzt jemanden beobachten kann, was hat der für ein Verhältnis mit Geld. In der konkreten Geschichte war es aber leider so, dass er auch negative Aspekte mit Geld verbunden hatte. Also er hatte diesen Klassiker, vielleicht kennst du das auch, das haben manche reiche Leute, die glauben,
Andere sind nur gern mit ihnen zusammen, weil sie so reich sind. Oder weil sie so gut mit Geld sind. Ja. Und ja, also es war jetzt nicht Thema, er wollte lieber Energiearbeit lernen. Aber das blieb mir noch so massiv in Erinnerung. Und das war auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis für mich, wo ich gesagt habe, du kannst Existenzangst haben oder du kannst Angst haben, nur wegen deinem Geld geliebt zu werden. Oder nicht geliebt, aber du weißt schon, Freunde zu haben oder was auch immer. Also es geht, glaube ich, primär darum, die Angst immer zu überwinden, weil wir werden immer irgendeine Gelegenheit finden, dass der Kopf sich auf irgendetwas projiziert. Und ich glaube, die Kunst ist wirklich, Geld mit Liebe vornehmlich zu sehen oder mit Freude, mit Spaß, mit schönen Gefühlen und sie nicht mit der Angst zu verknüpfen. Also so ganz generell jetzt gesprochen. Ja, da kann ich nur zustimmen, das hast du schön formuliert. Je mehr man sich auf diese liebevolles Verhältnis mit dem Geld, glaube ich, ja, einlässt, desto leichter findest du es auch wieder zu einem zurück. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde und noch vielleicht hinzufügen will, auch für die Menschen da draußen oder für dich, ja, als Zuhörer, im Coaching-Bereich, der seine Hilfestellung anbieten will, ist, dass man, und wir haben da im Vorfeld drüber gesprochen, dass ich einen entsprechenden Betrag verlangen darf von meinen Kunden, der mir es ermöglicht, auch entsprechend davon in Leichtigkeit und ohne Druck zu leben. Und wie du gesagt hast, für mich, ich denke, für jeden Vernünftigen und für jeden Coach, der sich mit der Selbstentwicklung beschäftigt und der dieses Leben der Entwicklung, der Entfaltung lebt und versteht, dass es eigentlich ein ständiger Prozess ist, weil man immer wieder neue Facetten von sich kennenlernt, je nach Lebensumständen und Erfahrungen, die man macht, ist es wichtig, dass man diese Zeit hat, in sich zu investieren und nicht auf der Kundensuche ist. Nämlich, und dann gehen wir wieder auf den Selbstwert zurück, wenn ich mir jetzt nicht wert genug bin, einen Betrag von Kunden zu verlangen, der mir jetzt auch ermöglicht, in Ruhe an mir zu arbeiten und auch Zeit für mich zu haben, dann verbringe ich die ganze Zeit, und dann sind wir wieder beim Verkaufen, die ganze Zeit zu verkaufen, ja, auf Kundensuche, ja, zu sein, diese Akquise, diese ständige, in diesen Hamsterrad wieder reinzukommen und Leute anzusprechen und aufdringlich zu werden letztlich, was ja eigentlich und manipulativ oft, ja, das auch, ist ja auch sehr unangenehm. Ja, das artet in die Richtung aus dann natürlich. Mhm. Also ist die Sache, und dann sind wir wieder dabei, wenn du die Möglichkeiten hast, wenn du auch die finanzielle Unterstützung hast, sei es jetzt durch dein Eigenkapital, ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sagen, wer sich in das Coaching-Business oder wer sich selbstständig generell macht, der darf einen gewissen Eigenkapitalbetrag haben oder der darf jemanden haben, der ihn sponsort oder unterstützt, weil es Geld halt einfach wichtig ist, um zu überleben. Es gilt da darum, erstmal so zu leben, dass man sich auch maximal in sein Geschäft investieren kann und Zeit dafür aufwenden kann, Geld zu beginnen, um es zum Laufen zu bringen. Und wenn ich das Ganze dann so mache, dass ich keinen Druck verspüre und dass ich das aus dem Spaß raus mache, aus der Herzensenergie, aus der Lebensfreude, dann ziehe ich auch die richtigen Leute zu mir hin oder an mich ran und brauche nicht diese direkte Suche einzugehen, die viel Zeit und viel Kraft und auch letztlich viel Geld verschlingt. Das finde ich ein ganz wichtiger Perspektivwechsel, den viele nicht schaffen oder auch nicht gelernt haben, dass man eben nicht auf diese Kundensuche konkret. Das und wenn wir beim Thema Investition in sich selbst sind, dann wir bilden uns laufend weiter. Also wie du richtig sagst, man kann auch nur Zeit investieren, aber häufig investieren wir doch auch in tolle Seminare oder was auch immer, einfach um am Laufen zu bleiben, um nicht zu stagnieren, um sich laufend zu verbessern, mit der Zeit zu gehen, neue Kompetenzen zu entwickeln, neue Leute zu treffen, ja, einfach Spaß zu haben, neue Aspekte zu sehen. Also wir sind Work in Progress und da gehört es auch dazu, dass ich jetzt mal Geld in die Hand nehme für ein
auch für einen Coach. Also jeder Coach wird ja auch irgendwo gecoacht oder hat einen Mentor, der einem wieder neue Dinge beibringt oder auf etwas aufmerksam macht. Einfach dieses Miteinander lebt. Normalerweise oder im Business, im Angestelltenbereich hast du ja auch Weiterbildung. Also zumindest ein wenig jedes Jahr. Und manchmal hat das gar nicht so unmittelbar mit deinem Geschäftsfeld zu tun. Manchmal ist es, keine Ahnung, Anti-Stress-Geschichten oder Sonstiges, die aber im Alltag enorm nützlich sind. Und da investiert die Firma in den Angestellten. Und wenn du eben selbstständig bist, dann bist du dein eigener Boss quasi und solltest auch in dich investieren, hier am Laufen zu bleiben, zu wachsen und manchmal auch nur die Qualität einfach zu sichern. Ja, genau so ist es. Und ich sehe, was wir auch in dem vorigen Video besprochen haben, es soll auch im Einklang sein mit deinen Zielen. Und je klarer und deutlicher die Ziele vor Augen hast oder wie diese Ziele sichtbar sind auch, desto einfacher fallen auch diese Entscheidungen zu treffen, was investiere ich, was brauche ich noch, damit ich diesem Ziel näher komme. Und wie du schon gesagt hast, ein Coach für mich ist letztlich nur eine Abkürzung. Ich weiß, wo ich hin will, aber ich kenne da jemanden, der hat das Ganze schon durchgemacht und der weiß, wie es geht. Also ist für mich wie ein Beschleuniger. Ich drücke da auf den Knopf und dann fahre ich mit der doppelten Geschwindigkeit, als wenn ich es alleine machen würde oder wenn ich jetzt ein Buch dazu lesen würde, weil die Informationen letztlich sind ja überall vorhanden. Das ist genau das Gleiche mit dem Geld. Alles ist eigentlich schon da, wir dürfen es nur auf gewisse Art und Weise holen, so wie es am besten zu uns passt. Ja, oder zulassen. Ja, manchmal klopft ja das Schicksal schon an und wir sind noch gar nicht bereit für den Geldsegen oder für den Erfolg oder für, keine Ahnung, was wir uns eben wünschen. Ja, also es geht da auch sehr darum, das offen anzunehmen, zu wissen, dass man es auch verdient hat. Und so klappt es dann auch mit dem Coaching wunderbar. Ja, so ist es. Gut. Ja, herzlichen Dank, lieber Martin. Ich denke, wir machen noch ein paar solche tolle Diskussionen für diese brennenden Themen, die gerade unsere Kunden sehr beschäftigen und freue mich einfach, mit dir weiter zu plaudern. Das sind immer so tolle Gedanken, die du anstößt und ich sehe auch, wir haben so unterschiedliche Herangehensweisen und Tipps, also ich lerne viel von dir. Danke. Ganz, ganz meinerseits. Deswegen machen wir das Ganze, dass wir uns gegenseitig bereichern, inspirieren und hoffentlich auch hier für unser Publikum. Und wenn es der Fall sein sollte, dann darf ich einfach mal hier darauf hinweisen, dass doch es gibt dieses Kommentarfeld, es gibt diese Daumen hoch oder die Abonnierfunktion. Wäre schön von dir, von euch zu hören, was wir vielleicht besser machen können, welche Themen, wo wir noch mehr ins Detail gehen dürfen, was wir in Zukunft noch ansprechen können. Es gibt viel zu besprechen. Ich glaube, in dieser neuen Zeit, in dieser aktuellen Zeit, in der sich viel tut, viel ändert, kann man nicht genug Wissen sich aneignen, damit man sich entsprechend anpasst und maximal zu sich kommt, weil so viel im Außen passiert, was man vielleicht nicht erwartet hat und was dann überrumpelt, dass man, glaube ich, dass für mich der Weg ist, in den Erfolg, auch ins Lebensglück, indem man wieder zu sich findet und versteht, wer man ist und was man wirklich will vom Leben. In dem Sinne, Dankeschön, Susanne, nochmal. Danke, Martin. Ja, sehr schön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Namaste.